Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir mit Naruk auf seinem Black Prince unterwegs. Naruk ist im Zug mit Leon 53 und Tsunami 007. Das Ganze auf der Karte Siegfriedlinie und XVM funktioniert immer noch nicht, also kann ich euch deswegen auch nicht viel sagen. Oh, Leon muss hier einpacken. Kriegt hier gut auf die Mütze. Schöner Munitionstreffer. So schnell kann man sich verkeilen, ne, mit dem Black Prince. Der AMX nervt aber auch auf dem Feld. Der möchte es auch wissen. Die Arti tut einen ganz schön zusetzen hier.
Aber Tsunami klärt es mit seiner Art hier. Und unser Naruk macht den Rest. So, jetzt versuchen sie hier Tsunami zu pushen. Tsunami verzieht sich aber. Guter Move. Und das für eine Arti. Die wollen sie alle beide wissen. Mal zwei schöne eingefangen von dem AMX. Jetzt wollen sie sich, glaube ich, erstmal die Arti kaufen. Sogar Tsunami ist mit vorne. Fünfte Kill für unseren Naruk, also läuft ganz gut. Und da ist der AMX. Vielleicht kann er sich den ja auch noch einverleiben. Nee, leider nicht, da war Tsunami schneller. Nee, doch nicht. Entweder der Kanaven oder der Panda. Trotzdem schöner Sieg. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war eine Panzerausrunde für unseren Naruk. Wirkungsfeuer, Kämpfer. Das müsste bombensicher sein. Duellant. Hand Gottes, glaube ich. Schläger, Stahlwand und Spartaner. 2377 Schaden gemacht, 5 Kills, also wirklich schöne Runde für einen Black Prince. 27.000 plus in das Ganze in 9 Minuten und 3 Sekunden, also wirklich schöne Runde. Sogar 2585 abgewehrt, mehr als wir getroffen hat. Ganz schöne Runde, wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.